Was ist ein Fonds, beziehungsweise was ist ein Wertpapierfonds? Ein Fonds kannst du dir wie einen großen Suppentopf vorstellen. Du hast also einen Topf und auf dem Topf klebst du das Rezept drauf. Und dann kommt jemand, wir nennen ihn einfach mal Koch oder Fondsmanager, und der hat genau nach dem Rezept die Suppe zu kochen. Wenn also zum Beispiel auf dem Rezept steht, dass dort nur Aktien rein dürfen, dann darf dieser Fondsmanager, also der Koch, auch nur Aktien im Topf kochen. Im übertragenen Sinne kannst du so also eine Wertpapieranlage tätigen, in der viele andere Wertpapiere in einem Topf zusammengefasst sind. Du kannst natürlich ganz einfach an diesem Topf dann teilhaben, indem du zum Beispiel einen Teil von dem Topf kaufst, also Anteile an diesem Topf kaufst, also sogenannte Fondsanteile. Das geht zum Beispiel über einen monatlichen Sparplan. Du kannst aber auch natürlich Einzelbeträge genauso einzahlen. Je nachdem, wie der Topf ausgestaltet ist, hast du auch unterschiedliche Risikoklassifizierungen. Du kannst so einen Topf richtig scharf würzen, sage ich mal, da zum Beispiel sehr hochspekulative oder spekulative Wertpapiere reinpacken. Dann hast du sehr starke Kursrisiken, aber natürlich auch ganz große Chancen, dass du gut Gewinne machst. Du kannst so einen Fonds aber auch sehr konservativ und sicher ausgestalten. Weltweit gibt es viele hunderte sogenannte Fondsgesellschaften, das heißt Firmen, die sich auf die Auflegung und die Verwaltung von solchen Fonds spezialisiert haben. Die Volks- und Raiffeisenbanken und so wir als Raiffeisenbank Neustadt haben mit Union Investment aus Frankfurt einen ganz, ganz starken Partner an der Seite.